Und nochmal die Arme hoch für den Drittplatzierten. Auf Platz 2 die Seegurken von der KGS Stendal. Zeit 1:08:42. In der Phase zieht man sich doch nicht um, das kann man auch hinterher aufmachen. Also, dann nochmal Beifall für euch. Ja, damit kommen wir zu den Siegern der Klassenstufe 11 und 13. Sie haben heute schon richtig viel abgeräumt. Und diese T-Shirts sind auch immer sehr dominant hier auf diesem Platz. Mit 1:06,94. Yeah.
Und nochmal ein Beifall von allen Zuschauern. Jawohl. Und so wie ich sehe, habt ihr ja das Finale nur knapp verloren. Ja, es trennt euch von Platz 1 30 Hundertstel. Das sind zwei Rennen, das macht 15 Hundertstel pro Rennen. Das ist echt arschknapp gewesen, auf Deutsch gesagt. Die erfolgreichsten Lehrer dieses Jahr gibt ja nicht mehr, gibt ja auch nur einen Pokal. Ja, also jetzt nicht Schweinerei hier. Und zwar KGS Sternberg, die Sternberger Finke. Das ganze Team auf die Bühne. Darf ich vorstellen, Wollmann, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wohnungsgenossenschaft. Ja, und wir kommen zur Wertung. Mit 25 Punkten belegt in diesem Jahr die Neumüllerschule den dritten Platz. Beifall. Damit wissen wir also schon, die Etiketten werden hier sowieso neu geschrieben, aber die Liste der Platzierung wird also etwas bunter. Auf Platz 2 die Freie Waldorfschule mit 29 Punkten. Und auf Platz 1. Und ich bitte einen Vertreter dieser Schule hier vorne auf die Bühne. Platz 1 belegt mit 37 Punkten das Schweriner Sportgymnasium. Ja, wo sind die Champions? Schweriner Sportgymnasium ist schon weg. So, Mädels, ihr seid jetzt dran hier. Also bitte nach vorne alles fallen lassen. Essen ist jetzt nicht wichtig. Ah, ich dachte schon, wir haben gar keinen Sportler des Sportgymnasiums mehr hier. Jawohl, jetzt sind es doch drei. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt mehr Gepäck, wenn ihr nach Hause geht. Sieger der Gesamtwertung, das Schweriner Sportgymnasium. Herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, für die Teams auf Platz 3 und 2, die Herausforderung für das nächste Jahr. Wir wünschen euch Erfolg beim Training, bei der Vorbereitung. Tragt den Geist dieses heutigen Festivals wiederum in die Schulen und trainiert gemeinsam mit euren Schülern in Vorbereitung auf die nächsten Schülermeisterschaften in einem Jahr hier an gleicher Stelle.